Hallo, herzlich willkommen zur SBS IPC Drives. Am Stand der Elektroautomation darf ich Thomas Wispeintner begrüßen, Assistent der Geschäftsleitung bei Microepsilon. Microepsilon auch auf der SBS vertreten. Was kann denn der Besucher, der an Ihren Stand kommt, erwarten? Wir haben natürlich ein breites Sortiment am Stand über 12 Produktgruppen, die wir anbieten. Zwei Neuigkeiten möchte ich herausgreifen. Das ist zum einen im Bereich der Wirbelstromsensorik ein neues integriertes Wirbelstromsystem in dem Formfaktor eines M12-Sensors, also ein zylindrischer Sensor M12 mit einer sehr, sehr hohen Leistungsfähigkeit, mit integrierter Elektronik, Temperaturkompensation, Linearisierung, 5 Kilohertz Bandbreite, sodass wir hier ein sehr leistungsfähiges System haben in einer sehr kompakten Form, wo wir um eine Größenordnung 5 performanter sind als ein typischer induktiver Sensor. Zweites Produkt, was wir vorstellen, ist ein neues Messprinzip, was wir bei Microepsilon entwickelt haben. Das sogenannte magnetoinduktive Messverfahren haben wir jetzt seit 2 Jahren auf dem Markt, bietet eine Alternative, ist ein magnetisches Messprinzip, bietet eine Alternative zum Hall-Sensor. Hier haben wir jetzt einen neuen Baukasten entwickelt, mit dem wir in der Lage sind, kundenspezifische Anpassungen sehr schnell zu realisieren, auch in mittleren und größeren Stückzahlen. Würden Sie sagen, das ist so der Nutzen eben, dass man Kundenanforderungen relativ schnell umsetzen kann? Richtig, also gerade diese schnelle Anpassungsfähigkeit auf Basis von vorhandenen Plattformen sehen wir als ganz klaren Trend, der sich abzeichnet, wo wir jetzt auch Lösungen anbieten können. Und welche Anwendergruppen nehmen Sie denn damit ins Visier? Es ist ein breites Feld natürlich des Maschinenbaus. Es sind OEM-Anwendungen, die wir targetieren, eben gerade auch in, je nachdem, welchen Sensor Sie betrachten, sowohl in kleinen Stückzahlen mit einer Standardsensorik, aber eben dann bis hin auch zu großen Stückzahlen für große OEM-Applikationen. Sie hatten ja jetzt schon so kurz angesprochen, den ein oder anderen Trend sozusagen, den es gibt. Welche Entwicklungen sehen Sie denn so grundsätzlich zurzeit im Markt? Grundsätzlich denke ich schon. Also diese Frage, sehr spannend für uns, diese Frage der Integration, Miniaturisierung, wo wir gerade eine Antwort bieten, die ja, Intelligenz des Sensors mit erweiterter Signalverarbeitung auch im Sensor. Ganz klarer Trend, den wir abbilden mit der Möglichkeit, einer Skalierbarkeit, also mit einer sehr schnellen Anpassungsfähigkeit, Skalierbarkeit der Sensoren. Merken Sie das auch an dem Interesse jetzt der Besucher, die an Ihren Stand kommen und nach entsprechenden Lösungen fragen? Richtig, sehr gute Resonanz, was sich natürlich abzeichnet. Die Zeitspannen, in denen die Lösung gefunden werden muss, die werden kürzer. Deswegen denke ich, dass man gerade solche Lösungen in Zukunft auch braucht. Sie sprechen die Zukunft an. Gutes Stichwort. Wenn man so mal eine Prognose wagen würde fürs Jahr 2015, welche Richtung geht's? Also so auch aus dem Rückblick betrachtet, auch 2014 war sehr zwiegespalten, gerade wenn man sieht, Deutschland eher verhalten, aber sehr stark in Aufschwung oder im Wachstum getragen durch einen Export. Ich denke, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzt, abzeichnet, gerade auch nochmal eine Verstärkung sich zeigt im Export. Herr Wispeintner, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch eine schöne Messe. Dankeschön.